Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Book Birthday Time, das heißt, ich stelle euch heute vier Bücher vor, die genau heute am 20. Juni 2020 erscheinen und die ihr ab jetzt kaufen könnt. Und ich hoffe, dass ihr Spaß bei dem Video habt und wir legen direkt einmal los. Beginnen wir mit einem sehr besonderen Buch für mich. Und zwar der dritte Teil von City of Elements wird heute erscheinen und ihr wisst ja, sehr große Liebe für diese Reihe und falls ihr sie noch nicht kennt, lese ich euch jetzt einmal zum ersten Teil den Klappentext vor. Ja. Tesseract, eine Stadt, streng aufgeteilt nach den vier Elementen und denjenigen, die sie beherrschen. Hierher wird Kia entführt. Sie erfährt, dass ihr Leben in Gefahr ist, weil sie das Kind zweier unterschiedlicher Elemententräger ist und damit einzigartig. Ausgerechnet Kias Entführer Will ist ihr Inventi, geboren, um sie zu schützen, komme was wolle. Leider ist er nicht nur unausstehlich, sondern auch ziemlich gut in seinem Job. Er lässt Kia nicht aus den Augen. Irgendwie muss sie ihm entkommen, um herauszufinden, wem sie in diesem undurchschaubaren Geflecht aus Allianzen und Geheimnissen trauen kann und um das außergewöhnliche Talent zu wecken, das angeblich in ihr schlummert. Also, wenn ihr diese Reihe noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall bei meiner Rezension vorbei, die habe ich unten verlinkt. Und ja, schaut euch das Buch an, lest mal rein, es ist wundervoll, ich liebe es über alles. Und für alle, die die Reihe kennen, Teil 3 ist ab jetzt erhältlich. Zugreifen, Leute! Das zweite Buch ist Everything You Are von Summer Green. Emma ist überglücklich. Sie hat ein Stipendium an ihrem Traumcollege bekommen. Ihre lebenslustige Mitbewohnerin Laura und sie werden schnell beste Freundinnen. Dumm nur, dass sich der schöne Unbekannte, der Emma mehr als einmal aus einer unangenehmen Situation gerettet hat und der so weiche Lippen hat, sich als ausgerechnet der Typ herausstellt, auf den Laura ein Auge geworfen hat und dass er eine Pistole in seinem Auto versteckt. Also hier handelt es sich um Young Adult Romance, die halt auch Spannung enthält. Also Stichwort Pistole und ja, vielleicht eher etwas für jüngere Leser, aber auf jeden Fall richtig gut. Dann erscheint heute Marriage on Madison Avenue. Das ist der dritte Teil der Central Park Trilogie von Lauren Lane. Ja, der erste Teil war ja Passion on Park Avenue, der zweite Love on Lexington Avenue und hiermit geht es ja jetzt weiter. Es ist ja aus der Sicht von drei verschiedenen Freundinnen ja, geschrieben und ja, hier geht es um Audrey. Audrey Tate weiß, was die New Yorker Gesellschaft in ihr sieht, die verwöhnte Tochter einer der reichsten Familien des Landes. Zum Glück gibt es Menschen, die Audrey wirklich kennen, darunter Clark West. Seit der Grundschule ist er charmante Frauenheld, ihr bester Freund und so zögert sie nicht, Clarks Verlobte zu spielen, um ihren besten Freund vor den aufdringlichen Bemühungen seiner Mutter zu bewahren, die ihn erneut mit der attraktiven Elizabeth verkuppeln möchte. Doch je intensiver die vorgetäuschten Küsse werden und je näher die falsche Hochzeit rückt, desto richtiger fühlt sich das Zusammensein mit Clark an. Ja. Finde ich immer sehr interessant, wenn sowas vorgetäuscht wird und dann wirklich etwas daraus entsteht. Ich habe bisher noch keinen Teil dieser Reihe gelesen, aber ja, ihr wisst Bescheid. Ab heute ist er erhältlich und ja, die Covers sind auf jeden Fall sehr schön. Und das vierte Buch in einem Buch, was ich sehr interessant finde und was ich auch lesen möchte, ist Rowan und Ash. Ein Labyrinth aus Schatten und Magie von Christian Handel. Und hierum geht's. Seit seinem dritten Lebensjahr ist Rowan O'Brien mit der Kronprinzessin von Irian verlobt. Für seine Familie bedeutet die Heirat viel, versprechen sich die O'Briens mit der Verbindung doch eine Rückkehr an die Macht. Aber im Vorfeld der Hochzeit sorgen Gerüchte für Verstimmung. Rowans enge Freundschaft mit der gleichaltrigen Magier-Schülerin Raven wird von missgünstigen Stimmen aufgebauscht und groß geredet. Dabei erfindet Rowan nichts als Freundschaft für Raven. Die Wahrheit ist viel komplizierter. Rowan liebt keine andere Frau, sondern den Königssohn Ash. Ja, das ist mal im Fantasy-Bereich sehr interessant. Immer was ganz anderes. Und ich freue mich sehr. Es klingt richtig gut. Es wird wahrscheinlich richtig toll, ja.
Ich bin sehr gespannt. Das war's auch schon. Diese vier Bücher sind heute am 20. Juni erschienen. Ich hoffe, für euch war etwas dabei und ja, dass ihr jetzt losschwimmen könnt, um Bücher zu kaufen und euch freut auf diese Geschichten. Ja, könnt mir gerne schreiben, wenn ihr die neuen Bücher kennt oder kaufen möchtet oder wenn ihr die Vorgänger schon gelesen habt und etwas dazu sagen möchtet, dann ja, teilt mir das gerne mit, dann reden wir ein bisschen darüber. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen 20. Juli und ganz viel Spaß bei dem, was ihr euch noch so vornimmt. Ja, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao!